Kabine und dann gab es diesen Freischuss von Svenja Hut. Und ausgerechnet Rahel Kiewitz da mit dem Kopf zur Stelle als meine 1,85 Meter die gute, die größte in dem Moment im wahrsten Sinne des Wortes. Eigentlich überhaupt nur heute gespielt bei Caroline Siemens, weil es eine super Geschichte für Rahel. Auf jeden Fall, sie hat einfach das gezeigt, was alle von ihr erwartet haben, dass sie sich hinten reinstellt, Bälle gewinnt und vorne natürlich ist sie auch ein leichtes Ziel für hohen Ball. Jetzt sind wir leider schon beim Gegentor. Ja, das war leider auch die zweite unglückliche Szene von Lisa Schmitz, die ja natürlich schon in der ersten Halbzeit den Elfmeter verschuldet hat. Ja. Und dann nochmal zurückgekommen die Mannschaft und hier Regina Smiljanski mit einer richtigen Energieleistung. Ja, auf jeden Fall. Gina war eigentlich schon ein bisschen über den Punkt hinweg zu dem Zeitpunkt, wo man gedacht hat,